Ich grüße euch, Freunde. Willkommen zurück zu Donkey Kong 64. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Leute, wir sind hier in der Fabrik fatal gelandet. Wir haben alle Hände voll zum Tun hier. Im letzten Part, das war ja echt schon erfolgreich. Wir haben viel geschafft, aber wir sind immer noch mitten in der Erkundungsphase dieses neuen Levels hier. Wir wissen aber, dass Chunky Kong sich in dem Level hier aufhält. Das ist schön. Und jetzt machen wir einfach da weiter, wo wir aufgehört haben. So, was ist hier? Das ist eine neue Banane. Aha. What? Muss ich mich verarschen? Sieht mir aus wie eine Autorennbahn, oder? Holy shitty! Tatsächlich. Schicker Flitzer, Tiny! Komm, wir fahren um den großen Preis der goldenen Banane. Willst du gewinnen, musst du nach 2 Runden führen und 10 Münzen gesammelt haben. Drücke Z, um zu beschleunigen. Gebrauche den Joystick, um die Bahn zu wechseln. Ah, kannst du tricksen? Los! Oh shit, 10 Münzen und 2 Runden. Und erster sein musste ich halt. Fahr doch! Holy shit, was ist das hier? Wieder so ein verrücktes Minispiel oder was? Ah, ich kann schießen. Ich kann offenbar schießen. Ah, da ist die Steuerung schwammig. Diddy Kong Racing Feeling hier fast schon. Vorsicht, da vorne ist ein. Von der Musik auf jeden Fall Diddy Kong Racing. Dank des Grant Kirkhope. Der natürlich zu den ganzen Banjo-Games, zu Donkey Kong 64 und auch zu Diddy Kong Racing die Musik gemacht hat. Holy shit, mir fehlen noch 2 Münzen. Eine. Ich brauche noch eine fucking Münze. Mensch, du Verkehrsraudi. Ich brauche eine Münze und... Och, nee. Okay, war ohnehin Zweiter. Von daher. Das wird schon hier hinhauen. Oh, das erinnert mich an das Rennen mit dem einen da. Ihr wisst, wen ich meine. An den Käfer, an den Mistkäfer. So, konzentrieren wir uns doch in der ersten Runde darauf, die Münzen zu sammeln. Sag ich und ich verpasse jede Münze. Weiche ich eigentlich absichtlich aus, den ganzen Münzen hier? Könnte man meinen, oder? Eine Münze. Ah, ich hab nicht unbegrenzt viele Dinger hier. Raketen, Missiles. So, Münzen passen. Der Volltrottel ist abgeschossen worden. Verpiss dich da hinten. So. Gewonnen. Und eine Mistel habe ich sogar noch übrig. Super. Her mit der goldenen Banane. Sauhund. Nein! Wie Schande, von einem Affen geschlagen zu werden. Wenn du niemanden da auf der Rennstrecke davon erzählst, gebe ich dir diesen Preis. Ich erzähl's jedem. Und ihr habt's auch alle gesehen. Stellt es bitte in die Zeitung. Aber viel wichtiger ist doch, dass wir die zweite goldene Banane mit Tiny haben. Wir können uns nicht beschweren, Leute. Und gleich geht's weiter. Jetzt müssen wir nämlich noch mit Donkey hierher. Denn hier gibt's einen Schalter für ihn. Schalter haben wir ja auch gelernt im letzten Part. Genauso wie diesen Sprung hier.
Der Sprung wird uns noch das Leben vereinfachen, Leute. Wartet nur ab. Tolle Sache. Gibt's hier keinen Saxophonschalter irgendwo, den wir benutzen könnten? Nee, das ist es nicht. Donkey, wir wählen dich. Ja, viel Backtracking ist das, beinhaltet das Spiel natürlich, aber finde ich gar nicht schlimm. Ich mache das gerne irgendwie. Vor allem bei so einer geilen Mucke und so einem geilen Ambiente. Ich weiß nicht, bin ich einer der wenigen, der solche Level mag? Ich weiß es nicht. So, lass hier drücken. Wie funktioniert das? B drücken. Schränk dich an! Och, shit. Okay, wir haben so eine King K. Rool Prüfung. Was ist hier? Mhm, dann machen wir das. Bringen wir es hinter uns. Und holen uns die Krone von da. Wird uns eh nichts erspart bleiben. Jetzt wird ein bisschen gedrescht hier. Höllischer Hinterhalt, Mann. Aua. Kann ich hier eigentlich meinen neuen Move eingeben? Tatsächlich. So, wieder aufladen. Geht ganz gut, Leute. Starke Leistung. Waha. Servus. Was machst du hier? Was ist jetzt hier? Das ist einfach nur aus Spaß hier. Ich hab keine Ahnung. Was sehen würde ich gerne, wenn es nichts ausmacht. Aha, was für Diddy Kong. Dann holen wir den kleinen Racker schnell. Ja, das Wichtige ist immer Übersicht bewahren und immer am nächsten Schritt so ein bisschen überlegen. Ich meine, natürlich, es wird vorkommen, dass man was vergisst. Das ist fast unvermeidlich. Aber das passt schon. Guckt mal, wie gut wir Fortschritte machen. Geile Rockmusik hier. So. Das erste, was wir machen, ist hier mal das da oben abschießen. 100 Patronen haben wir jetzt, 100 Munition. Dank Funky im letzten Part. Und schon ein Viertel davon weg. Haben wir einen schon getroffen. Oh, da sind ja drei sogar. Ich bin schlecht, oder? Oh. Noch einer? War das alle? Verschiedene Zahlen-Kombis. Was machen wir zuerst? Lass mich hier schauen, bitte. 1, 3, 4, 2. 1. 3. 4. Zwei. Mhm. Toll. Ach, shit. Hinterhalt, oder was? Verarsch mich nicht. Ich seh nix. Ah, ich hab sogar unendlich Muni, oder was? Unendlich Muni hier, auch mit den Erdnüssen. Thank you.
Gut, dann machen wir das zweite auf 3, 1, 2, 4. 3. 1. 2. 4. So. Ja, einfach alle drei Gegnerwellen überleben. Ist, glaube ich, eher leicht hier. Wird schon irgendwas treffen, oder? Nicht? Doch, einen hat's erwischt. So. Und 4, 2, 3, 1. 4. 2. 3. 1. Das ist diesmal... Kriegen wir hin. Wo ist der andere Lappen? Ah, beide schon getroffen. Wo ist meine Banane? Banane! Oh, Banane. Da ist sie ja. Supi. Oder? So, Donkey Kong, du hast noch gar nichts gesammelt, du fauler Sack. Solltest mal ein bisschen hier sammeln. So. Die Diddy-Prüfung haben wir erledigt. Aha, was ist hier? Donkey Kong. Ja, dann gehen wir doch mal mit Donkey Kong hier lang. Jetzt wartet ja hier die erste Banane auf ihn. Goldene Banane. Oder irgendwas anderes. So Maschinen hört man im Hintergrund, Computer oder was das auch immer sind. Cooles Feeling, oder? Oh, mit Diddy hätte ich da auch gerade hergekonnt, denn da sind Münzen. Verdammt. Soll ich? Mit Donkey runter? Nee, ich gehe mit Diddy runter. Ja, Leute, es ist nervig vielleicht jetzt, aber... Bleibt uns eh nicht erspart, oder? Das ist gescheiter, wenn wir das jetzt machen. Guck mal, wir sind eh schon wieder da. Ja, die waren auch versteckt, die waren von da hinten gar nicht zu sehen. Zu meiner Verteidigung. Und hier unten werde ich wahrscheinlich einen ganz anderen Affen brauchen. Wollen wir wetten. Oh nein! War sogar gut, dass ich gewechselt habe. Schaut mal, Leute. Oh, Banane. Oh, shitty, da muss ich... Muss ich mich sputen, oder was? Ja, okay, daran sehe ich jetzt kein Problem. Was ist diesmal für ein Minispiel? Welcome to Bonus Stage. Biber Butzemann, oh nein, das ist auch berühmt berüchtigt. Treibe alle Biber in die Grube. Drücke A, um zu springen und B, um sie zu erschrecken. Das ist sehr berühmt. Ich weiß noch, da habe ich zum Teil 1000 Versuche gebraucht. So. Es gibt da auch gewisse Techniken. Erinnert mich an The Legend of Zelda Twilight Princess mit diesen Viechern. Mit diesen Schafen oder was das waren. Verpisst euch ihr! Ja, ich werde es nicht schaffen. Verpisst euch von hier! Komm, da unten gibt's leckere Hamburger. Verdammt! Leute, es ist Biber Butzemann, ich glaub's nicht. Das wird uns ein paar Nerven kosten. Ich hoffe, jetzt schaffen wir's. Biber Butzemann, Leute. Ja, ich weiß, wie es geht. Zack. Verpiss dich da unten. Oh!
Ich darf natürlich nicht selbst reinfliegen. Haben wir das auch erledigt. Abgehakt hier. Welcome to Bonus Stage. Runter da. Das berühmteste Minispiel hier aller Zeiten ist das... Boah, beim ersten Versuch war ich viel erfolgreicher irgendwie. Nee, das wird wieder nix. Runter da, du Schwein, Mann! Geh runter, ich beiß dir den Zipfel ab! So. Sechs übrig. Fünf. Jetzt am Ende, Mann! Es wird uns ein paar Nerven kosten, bis wir das geschafft haben. Danach werden wir aber so froh sein, Leute. Alter Biberbutze, Mann. So. Aber ist irgendwie ein lustiges Minispiel. Auch wenn es ein bisschen frustrierend ist. Genieße ich es doch irgendwie. Komm jetzt! Hallo, lauf den nicht in den Arsch rein. Manche springen freiwillig rein. Die geilsten hier. Vier noch, komm. So, super. Yes! Haha! Hat schneller geklappt, als ich sonst immer geschafft habe. Das freut mich. Muss ich mir diesen Scheiß hier nicht mehr geben. Dritte Banane für Didi. Und davon ist eine die Blaupausen-Dingens. Leute, wir machen sehr, sehr supi Fortschritte. Ich sag's euch, Freunde. So, hier ist eine Kokosnuss vorhin gewesen. Muss ich mit dem Donkey abschießen. Kann ich die von hier aus erreichen? Sie wird nicht geladen oder was? Ganz toll. Ganz toll! Wo lang soll ich? Wohin muss ich? Daran? Alte Leute, es geht los mit dem Verwirrtsein. War ich hier schon mal oder nicht? Oder doch? Oder was? Oder wo? Komm. Es hat doch ein Schalter oder ein Teleporter gegeben, der da nach oben geführt hat, oder? Aber wo war dieser? Bei Funky oder wo? Oder was? Oder wie? Leute, ich blick nicht mehr durch hier. Ich sehe nichts mehr. Vielen Dank dafür. Aha, rot. Oh nee, da ist wieder der scheiß Automat hier. Ah, hier, der Fünfer. Ah nein, das war doch was anderes hier. Wo bin ich eigentlich, Mann? Ich check's nicht mehr, dann war es doch der Vierer, der dahin führt, wo... What the fuck? Alter. Das Level fickt mich, Leute. Aha. Wie komme ich hier rein? Ja, dann machen wir einfach das jetzt. Hier ist mal ein Dixie-Schalter. Ah, das Dixie-Tiny.
Ich frage mich sowieso, warum sie nicht Tiny Dings eingebaut haben. Ich meine, die hat ja genau die gleichen Fähigkeiten. Ja gut, sie hat zwei Zöpfe hier, Tiny, aber... ist eigentlich wurscht, oder? Aha. Muss ich hier... was weh? What? Achso, da steht immer, was ich drücken muss. Melone. Okay, wieder ein kleines Minispielchen. Das Spiel steckt so voller coolen Minispielchen. What? Weh? Ich hab's ja richtig abgeschossen. Kollisionsabfrage. Bisschen fragwürdig. Aber schon, gehört sie mir. Oh, Banana Man. Hasta la vista, Baby. Donkey Kong. Läuft echt super, Leute. What? Ich verarsche. Das ist unsere erste Bananenfee, die wir uns holen werden, Leute. Glaubt es oder nicht? Nein, das wollte ich gar nicht drücken. Verdammt. What? Was? Zum Teufel. Funky? Wo war nochmal Funky? Ich hab vergessen, wo wir überhaupt sind. Alter. Ah, ich höre sie. Da oben muss das sein. Ja, komm bitte hoch. Oder nein, da... ist das jetzt was anderes? Rexvieh. Komm her. Was? Man sieht sie doch. Ihr seht sie wunderbar. Wo ist sie? Bescheuertes Vieh. Das, ihr seht sie wunderbar darauf. Dann halt nicht. Als ob! Und das ist jetzt gut, oder was? Natürlich. So, immerhin haben wir sie geschnappt. Wo ist denn das jetzt hier? Donkey Kong? Was ist hier für DK? Alter. Wieder ein Korridor entdeckt. Ich wollte eigentlich nur... zu Funky, aber... okay, oder... da war Funky, oder? Aua! Verdammt! Drecksack. So, ist hier die Bananenfee da drüben, oder? Also sind hier zwei Bananenfeen auf einmal. Ja, bitte. Verarsch mich nicht. Ja, wunderbar. Super. Sollen wir jetzt freuen oder was? Nehmen wir dann guten Donkey Kong. Ist hier oben eigentlich was? Man kann nie wissen in dieser Fabrik, in dieser verrückten Fabrik. Aber wir machen gute Fortschritte. Ich weiß, ich sag's andauernd, aber wir müssen es uns dauernd sagen, weil sonst werden wir wahnsinnig in dem Level. Steht ja.
Ja, super. Lifte funktionieren hier auch nicht. Freut mich. Was ist hier los? So, lass mich jetzt hier den Dingens hier abschießen. Danke, dass ich treffe. Danke. Supi. Was ist jetzt hier? Was sind das für Zahlen? Donkey Kong. Aha. Ja, und was muss ich tun? 10. Blau. Aber muss ich da bis 1? Okay, jetzt weiß ich, was zu tun ist. Wo ist die 3? Selbsterklärend eigentlich. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Servus. Oh, Banana. Und die erste Banane für DK. Yeah. Freut er sich. Geht's hier lang oder ist das nur ein... Ja, das ist nur ein Fenster. Das macht das Ganze nicht weniger kompliziert hier, das Level. Aber immerhin hier mal ein Fortschritt mit DK. Aha. Wo geht's denn jetzt hier rauf? Nein, da nicht, oder? Oder doch? Oder nein? Oder... Donkey Kong Münzen, sammeln wir die mal. Aha, hier ist der olle Automat. In der RAD-Abteilung geht's rauf, oder? Ja. Da wollten wir hin. Da wollten wir hin. Ja, Leute, ihr denkt jetzt wahrscheinlich, wir kommen voll langsam voran. Weil wir andauernd bei den gleichen Dingern hier sind. Aber nein, nein, das gehört dazu, zu diesem Level. Was ist jetzt hier mit dieser Kokosnuss? No. Aha. Freut mich. So, was passiert, wenn ich das jetzt hier drücke? Du Scheiße. Online checking, starting. Auto Production. Oh Gott, wo ist denn das jetzt hier? Ah, da waren wir ganz am Anfang. Das ist ganz in der Nähe am Anfang. Wir waren halt nur ganz unten. Genau, da wo der Diddy-Typi war. Super, jetzt haben wir hier. Oh, cool. Jetzt haben wir hier ein bisschen was Fortschritt gemacht. Können wir uns im nächsten Part dahin begeben und mal schauen, was da los ist. Das ist, glaube ich, ein guter Plan, oder? Aber Leute, für heute war's das. Das ist ja wieder wahnsinnig schnell vorbeigegangen, diese Zeit. Und der Trottel, der ist immer noch nicht befreit, leider. Hoffentlich hat euch der Part gefallen. Es gibt so viel zu tun in diesem Level. Es ist der absolute Wahnsinn, ich sag's euch. Aber wir haben gut... Halbwegs gut sind wir vorangekommen. Aha.
Lol. Chunky jetzt frei! Danke, Freunde! Chunky kann grüne Bananen sammeln! Oh, ich warte im Tauschfass, bis du Hilfe brauchst! Lol. Wäre das echt so leicht gewesen, Chunky zu befreien? Wahnsinn, Leute! Ich wusste es halt echt nicht mehr. Yeah, Mann. Leute, wir haben Chunky befreit, unseren letzten spielbaren Charakter. Wow! Also ich denke, der Erfolg in diesem Part... Wir sind sehr erfolgreich! Lol. Ich dachte da... Um Chunky zu befreien, müssen wir irgendwo voll einen geheimen... voll viel Sachen hier bestreiten, erleben und so. Aber in dem Fall, Leute, wir haben unseren letzten spielbaren Charakter freigeschaltet. Der muss natürlich zuerst ausgerüstet werden, braucht eine Waffe, Instrument und Techniken. Dafür braucht man zuerst mal Münzen. Das gehen wir im nächsten Part an mit unserem letzten spielbaren Charakter. Wahnsinnig, voll cool. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Hoffe, es hat euch gefallen. Happy Gaming und viel Spaß beim Bananenfressen. Tschüssi.